Hallöchen Leute und willkommen wieder mal zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Heart Gold. Ganz genau. Ich hoffe, ihr habt alle den letzten Part gesehen, denn da habe ich Blau, den Arena-Leiter von Vertania City, besiegt. Und nun bin ich endlich im Besitz von allen 16 Orden. Seht es euch an, das sieht einfach nur endgeil aus. Alle 8 Orden von Johto und alle 8 Orden von Kanto ergibt zusammen 16 Orden. Einfach nur super duper geil. Und ich habe schon wieder über 336.000 Poké-Dollar und eine Spielzeit von über 31,5 Stunden. Aber das Abenteuer ist wie gesagt noch lange nicht vorbei. Ja, und jetzt wo ich auch noch den letzten Orden von Kanto bekomme, aber ruft mich Lenny an? Lol, okay, warum ruft mich Lenny an? Hallo, ich bin's Lenny, alles okay? Gestern wollte ich mir einen Ibitak schnappen, aber dieses Ibitak hat schon die Kurve gekratzt, sobald es mein Gesicht gesehen hat. Hat das keine Manieren? Du würdest doch auch nicht beim ersten Anblick von mir weglaufen, oder? Naja, kommt drauf an, wie du aussiehst. Nee, das... komm schon, ist ja wurscht. Nee, also, was ich sagen wollte, als ich jetzt auch den letzten Orden von Kanto bekommen habe, hat mir Professor Eich ein Geschenk gemacht. Er hat mir nämlich die VM8 Kraxler geschenkt und damit können wir jetzt auch Felswände erklimmen. Das habe ich halt mal Matsche mal beigebracht. Das kann eh so gut klettern mit seinen vier Armen. Und wir haben jetzt offiziell Zutritt zum Silberberg, aber... Zum Silberberg werde ich noch lange nicht hingehen, das hat noch Zeit, weil jetzt möchte ich endlich nach längerer Zeit mal wieder zurück nach Johto. So, und das werden wir jetzt auch tun, also Panzer-Eron, fliegen, und zwar fliegen wir natürlich nach Saffronia City und fahren dann mit dem Magnetzug nach Dukatia City in Johto. So, los geht's. Weil ich würde eigentlich wirklich sehr gerne versuchen, in diesem Part Lugia zu fangen. Weil wir haben ja in Mamoria City von einem alten Mann den Silberflügel geschenkt bekommen und mit dem sind wir in der Lage, Lugia aufzuspüren. Das finden wir bei den Strudelinseln. Also müssen wir zurück nach Johto. So, alle Reisen werden gebeten, den Fahrschein hier im Eingang elektronisch prüfen zu lassen. Ratteratta-Ching, danke, wir sind der Fahrschirm wieder. Der Magnetzug nach Dukatia City wird in wenigen Augenblicken abfahren. Natürlich. Da möchte ich noch mit. Dukatia City, Dukatia City mit langgezogenem A. Ach, halt doch dein Maul. Noch egal, ob langgezogen oder kurz. Das interessiert doch eh keinen. So, jetzt habe ich aber nur ein klitzekleines Problemchen. Ich muss jetzt nämlich ein Pokémon in mein Team nehmen, das ich brauche, um ihm die VM Whirlpool beizubringen. Weil wir brauchen Whirlpool nämlich, um überhaupt zu den Strudelinseln hinzukommen. Daher ja auch der Name Strudelinseln. Und das heißt, ich werde jetzt für eine kurze Weile Simsala aus dem Team nehmen, weil das ist sowieso das einzige Pokémon, was keine VMs beherrscht. Also brauche ich es im Moment gerade nicht. So, Bills PC. Pokémon bewegen. Und jetzt ist nur die Frage, naja, Suicune werde ich dafür nicht verwenden, werde ich sicher keine VM beibringen, das wäre ein bisschen komisch. So, also Team-Pokémon. Simsala, du musst mal ganz kurz raus. Ich gebe dich halt hier unten in die Ecke, dann finde ich dich schneller. So. Und irgendein anderes... Ich weiß nicht, soll ich Relikant nehmen? Relikant könnte ich theoretisch Whirlpool beibringen. Was habe ich denn sonst noch drin? An Wasser-Pokémon nur noch mehr Morlord. Und Gyarados. Das rote Gyarados, aber dem roten Gyarados möchte ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht sowas beibringen. Morlord. Nee, ich glaube, ich nehme doch dieses Relikant. Das ist doch egal. Das werde ich jetzt einfach mal kurz benutzen. So. Bewegen. Und ab ins Team. So. Gut. Warte, machen wir hier noch. Relaxo machen wir mal hier hin. So. Gut, das wäre jetzt schon mal erledigt und jetzt Beutel. Und dann haben wir hier die VM5 Whirlpool. Schließt den Gegner in einer wild wirbelnden Wassersäule ein, ermöglicht auch die Überquerung von Strudeln. Ja, ganz genau. Vor allem eine Stärke von 15 ist ziemlich schwach, aber wirkt halt dafür über mehrere Runden. So, und natürlich kann Relikant Whirlpool lernen, also bringe ich es ihm auch bei. So, müsste ich halt von irgendeiner Attacke verabschieden. Das wird, ja,
Boah, das wird der Gegner sein, das ist unnötig. 1, 2 und schwupp. Relikant hat Gegner vergessen und Relikant erlernt Whirlpool, alles klar. So, jetzt muss ich noch kurz gucken wegen meinen Bällen. Gut, ich habe 48 Hyperbälle und 30 Finsterbälle. Also, das sollte... Netzbälle bringen ja nichts. Ich habe immer noch meinen Meisterball. Ich weiß immer noch nicht, für welches Pokémon soll ich meinen Meisterball einsetzen? Für welches Pokémon? Natürlich für ein legendäres, aber für welches? Latios irgendwie... Naja, könnte ich theoretisch, aber muss ich nicht unbedingt. Das kann ich immer noch auf eine andere Art und Weise fangen. Naja, das hat ja noch Zeit. Also für Lugia werde ich den Meisterball sicher nicht verwenden. Das werde ich bestimmt doch so schaffen, aber ich glaube, ich habe doch... Ja, genau, ich habe doch bei Kurt wieder ein paar Aprikokos abgegeben, die werde ich mir mal abholen, also Panzer und Fliegen. Dann fliegen wir ganz kurz nach Azalea City und holen uns ein paar Bälle ab. Ich habe nämlich schwarze Aprikokos abgegeben, also kriege ich wieder ein paar Schwerbälle. Alles klar. Ist ein Aprikoko pflücken und flop. So, Aprikoko weiß. Wie ein jeder weiß, ist dieser Aprikoko weiß. So, Hallöchen. Oh, da bist du ja. Ich bin gerade mit der Verarbeitung fertig geworden. Hier nehmen Schwerbälle erhalten. Ja, der hat sich jedes Mal selber übertroffen. Das sagt er doch jedes Mal. So, und dürft ihr noch mehr Aprikoko? Oh mein Gott, na, dann gib mal her hier. So, ich habe 5 blaue Aprikokos. 5 weiß habe ich auch, nein, den weißen brauche ich nicht so. Ich gebe dir die 5 blauen. Ich gebe dir 5 blaue Aprikokos. Ja, ich brauche einen ganzen Tag, weil ich ja so lahmarschig bin und so weiter. Na gut. Ist mir doch egal. So, jetzt haben wir wieder ein paar Schwerbälle. Die können bei Lugia theoretisch ein bisschen was bringen, weil es nämlich vom Gewicht her... es ist halt ein bisschen... Es ist schwerer als Ho-Oh und deswegen würden Schwerbälle ein wenig was bringen, aber ich habe sogar Pech gehabt mit den Schwerbällen bei Relax. Also warum sollte es ausgerechnet bei Lugia klappen, kann ich mir nicht vorstellen, aber egal. So, damit wir jetzt zu Lugia auf den Strudelinseln hinkommen, die sich übrigens hier bei dem grünen Punkt befinden. Strudelinseln, 4 kleine Eilande, die man wegen des Meeresstrudels nicht erreichen kann. Ja, ich fliege jetzt sowieso nach Anemonia City. Gut, Anemonia City. Dann verwende ich gleich mal, um meine Ruhe zu haben, einen weiteren Top-Schutz natürlich. Ja. Und jetzt muss man einfach nach Osten surfen, also von hier aus gesehen. Ich glaube, hier am nördlichsten Zipfel einfach mal anfangen. So. Und Surfer bitte. Dann muss ich hier irgendwie hinkommen. So, Route 41. Da oben ist eigentlich schon eine der Inseln, aber... Ja, hier haben wir jetzt einen Strudel. Und ich weiß nicht, war hier oben noch ein anderes Strudel? Ich glaube eigentlich nicht. Nö, ich glaube, da muss ich eh den hier schon mal beseitigen. So, ein gigantischer Strudel. Möchtest du Whirlpool einsetzen? Ja. Relikant setzt Whirlpool ein. So, jetzt sind wir hier durchgekommen. Und jetzt kann ich hier so vorbei. Und kann hier an Land gehen. Und hier hinein. Strudelinseln. Boah, und hier ist es natürlich so dunkel, dass ich auch Blitz brauche, aber das kann ja zum Glück mein Ampharos. So, Blitz! Und schon können wir was sehen. So, jetzt ist nur die Frage, Leiter runter oder erstmal hier lang surfen? Ich glaube, ich gehe erstmal die Leiter runter. Ich muss hier nach unten. Lugia ist ganz, ganz unten. Es ist halt das komplette Gegenteil von Ho, das haben wir ganz weit oben getroffen, beim Glockenturm, und Lugia treffen wir ganz tief unten in den Strudelinseln. Aber ich musste erstmal hinkommen. So, hier liegen viele Items rum, zum Beispiel ein Fluchtseil, das wir hier schnell wieder abhauen können, toll. Okay, hier können wir Stärke einsetzen, aber das bringt mir von der Richtung aus leider gar nichts. So komme ich auch nicht hin. Der Schutz wirkt jetzt schon nicht mehr. Willst du mich verkackeiern? Top-Schutz! Was soll denn das? Ich will hier keine wilden Pokémon fangen. Ich will Lugia fangen. Okay, na gut, von hier aus geht's dann nicht. Na, da muss ich leider nochmal nach oben. Dann
surfen wir doch erstmal nach hier drüben. Ich hoffe, ich komme hier auch wirklich weiter. So ganz habe ich den Weg nämlich zu Lugia nicht mehr im Kopf. Das war ziemlich kompliziert, zu Lugia hinzukommen. So, was haben wir hier liegen? Hyperball. Okay, noch ein Hyperball. Habe ich jetzt zwar eh schon genug, aber egal. Mal sehen, wie lange ich für Lugia überbrauchen werde. Boah, das kann ganz schön lange dauern, wenn ich Pech habe. So, jetzt bin ich hier. Okay, so jetzt könnte ich mir hier theoretisch eine Abkürzung machen. Aber wozu eigentlich? Naja, egal. Stärke. Wenn schon, denn schon. So. Okay. Jetzt haben wir da eine kleine Abkürzung. Und hier kann ich mal... Ah, da haben wir noch ein Item. So, ist hier was? Nichts versteckt? Gar nichts? Nope. Okay. Aber jetzt hole ich mir erstmal das da. Ein Calcium, okay. Gut, dann hier nach oben. Anderen Weg gibt es ja eh nicht. So, nach oben. So, jetzt bin ich hier. Und jetzt komme ich hier aber nur raus. Ja, es geht auch gar nicht anders. So, jetzt bin ich hier wieder draußen, allerdings woanders. Und von hier muss ich jetzt, glaube ich, ja, jetzt muss ich hier nach oben. So. Anders geht's ja nicht. Und dann... Ach, Schutz wirkt nicht mehr, deine Mutter. Und... Oh. Nee, und jetzt muss ich, glaube ich, zu dem Stuhl da hin. So, Topschutz. Hoffentlich schwimme ich jetzt hier nicht im Kreis, aber das kann eigentlich gar nicht sein. Ich kann doch jetzt ganz woanders raus. So. Ja, natürlich, das sieht auch ganz anders aus. Gigantischer Strudel. Whirlpool. So, jetzt kann ich hier lang. Und von hier aus komme ich dann hier oben hin. Und ich glaube, jetzt muss ich hier weiter zu dem Stuhl. Genau, jetzt muss ich zu dem Stuhl. Und wieder Whirlpool einsetzen. Also ich glaube, das, was ich vorhin gemacht habe, war rein optional. Wegen den Items und so. So, und hier einfach hier hinein. Wenn das irgendwie geht, das muss ja gehen. So, und hier wieder rein. Und schon sind wir wieder drin. So, jetzt müssen wir natürlich wieder Blitz einsetzen. Oh, ist das ätzend. So, Blitz. Vor allem, warum denn Blitz? Warum nicht einfach eine Taschenlampe mitnehmen? Naja. So. Okay, gut, jetzt bin ich hier drüber gejumpt. Das ist auch okay. Und ha, jetzt ist die große Frage. Um an das Item zu kommen, muss ich, glaube ich, hier hinspringen. Aber ich glaube, um zu Lugia zu kommen, muss ich oben lang. Jetzt geht es nämlich hier runter. Und dann einfach hier so lang. Dem Weg folgen. Und dann komme ich zu dieser Leiter hier. Ha, so, jetzt sind wir noch weiter unten. Was haben wir hier? Ein Top-Beleber. Ja, sehr praktisch. Kann man ja eh nicht kaufen. So gut, wenn man es findet. So. Gleich noch einen Topschutz hinten nachhauen. Hier so schön einsprühen. Und jetzt? Ah ja. Und oh, hier ist sogar... Ach, ich glaube, der Typ überprüft jetzt, ob ich den Silberflügel habe. Ich glaube, der Typ überprüft das nämlich. Komme ich irgendwie vorbei? Nee, wie komme ich denn zu der Leiter? Na, scheinbar von einer anderen Richtung aus. Na gut. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Aber das ist doch... Wunderbar, du hast ihn gefunden. Hier, du darfst passieren. Ja, nur wenn man den Silberflügel in seinem Besitz hat, lässt uns dieser Typ vorbei. Genauso mit der Buntschwinger beim Glockenturm. Hat das ja auch jemand überprüft. Okay, ich glaube, wenn ich hier reingehe, komme ich zu Lugia. Oder muss ich noch weiter runter? Nee, ich glaube, ich muss noch weiter runter. Aber was ist, wenn ich hier reingehe? Ah, seht mal, da unten. Da unten werden wir Lugia finden. Was haben wir hier noch? Ein Sonderbonbon, alles klar. Ja, da unten bei diesem Wasserfall, da ist Lugia. Da muss ich runter. Bin wirklich gespannt, wie lange ich jetzt brauchen werde, um Lugia überhaupt fangen zu können. Ich hoffe nicht allzu lang. So. Okay, Leute, dann kommt jetzt Lugia. So. Okay, wartet mal. Ich werde hier natürlich zur Sicherheit erstmal speichern.
dann muss ich den ganzen Weg nicht nochmal machen, sollte ich es irgendwie vermasseln, Lugia zu fangen. Also wird jetzt erstmal gesaved. Habe ich ja bei Hoho auch getan. Alles klar. Gut, und ich nehme natürlich erstmal wieder Ampharos ins Team, also an die erste Stelle des Teams, obwohl, ja, Lugia wird es leider ein Problem sein, weil es einen sehr hohen Level hat, aber ich werde das schon irgendwie hinkriegen, hoffentlich. Na bitte, da ist es. Leider ohne so eine coole Eröffnungssequenz wie bei Ho-Oh, das wäre nämlich nur in Soul Silver der Fall gewesen und in Soul Silver bekommt man ja den Silberflügel vom Intendanten im Radioturm von Ducati City und nicht die Buntschwinge. Hier in Heart Gold ist es ja genau andersherum, da kann man Lugia halt später fangen, weil man es später fangen kann, ist es auch auf einem höheren Level als Ho-Oh. Wildes Lugia erscheint auf Level 70. Ja, und es hat natürlich auch die Fähigkeit der Zwinger. Ja, es ist tatsächlich auf Level 70 in Heart Gold. In Soul Silver wäre es auf Level 45, dafür wäre dann Ho auf Level 70. Das ist halt genau andersrum hier. Okay, Level 70 ist natürlich richtig heftig. Ich probiere jetzt erstmal eine Donnerwelle aus. So, Lugia macht Antikraft. Oh shit. Und Ampharos, wird es das überhaupt überleben? Ja, natürlich. So, Donnerwelle, das hat gar nicht so viel Schaden gemacht. So, Lugia ist ja vom Typ Psychoflug. Ja? Das ist nicht Wasserflug, obwohl es ja im Meer lebt. Es ist ein Psycho-Pokémon, Psychoflug, also ist es auch anfällig gegen Ladungsstoß und so weiter. Aber jetzt werde ich natürlich dieselbe Strategie machen wie bei Ho-Oh auch. Also mit Blitz einfach mal die Genauigkeit senken, dass seine Attacken daneben gehen. So. Genauigkeit von Lugia sinkt. So, Antikraft, na, seht ihr, und schon geht's daneben. Das mache ich jetzt so lange, bis ich Blitz nicht mehr einsetzen kann, also bis halt die Genauigkeit nicht mehr gesenkt werden kann. So, es ist paralysiert, das kann ich angreifen, sehr gut. Nochmal Blitz. Dieselbe Strategie wie bei Ho, ich finde, das schützt mich halt vor seinen Attacken. Ah, wieder paralysiert, kann ich angreifen. Und nochmal Blitz. So, wieder paralysiert, kann ich angreifen. Ich sage, Paralyse ist so praktisch. Und noch einmal Blitz. So, ich glaube, das müsste dann das letzte Mal gewesen sein, dass ich die Genauigkeit senken kann. So, Antikraft geht wieder daneben. Und jetzt wird angefangen, Lugia zu schwächen. Mit dem Ladungsstoß erstmal. Der müsste schon ein bisschen was abziehen können. Aber ich bin halt nur Level 53. Das wird, glaube ich, gar nicht so viel abziehen. Ja, aber egal. So, ja klar, jetzt! Jetzt ist Lugia so schlau und setzt Bodyguard ein. Jetzt hätte es sich vorher theoretisch vor der Paralyse schützen können, aber da hat es wohl nicht nachgedacht. So, nochmal Ladungsstoß. Ah, sehr schön. Paralysiert, das kann ich angreifen. So, ich habe jetzt Angst, dass es ein weiterer Ladungsstoß schon besiegen könnte, also lieber Ampelleuchte. So, Antikraft, okay, jetzt trifft es zwar, aber egal. Ich weiß gar nicht, konnte Lugia eigentlich Genesung? Ich weiß nicht, ich hoffe nicht. Es wäre nämlich ziemlich blöd, wenn Lugia Genesung kann, aber ich glaube, Lugia kann das eh nicht. So, nochmal Ampelleuchte. Strafattacke, ha, geht daneben, Pech gehabt. Ampelleuchte. Na, ich glaube, Lugia kann Genesung eh nicht, ich hoffe es zumindest, das wäre sonst echt kacke. Strafattacke, aua. Das hat wehgetan. Aber Ampharos hat es überlebt, so Bodyguard ist nach. Nochmal, Ampelleuchte, komm schon. Die KP müssen in den roten Bereich fallen. Ha, oh. Jetzt ist es verwirrt. Das ist nicht so gut, weil jetzt könnte es sich im schlimmsten Fall selber besiegen. Weil es sich jetzt nämlich selber verletzt. Oh mein Gott, okay. So, Lugia ist paralysiert, hat KP im roten Bereich. Okay, dann werde ich jetzt aber einen Finsterball verwenden. Warum einen Finsterball? Weil wir uns in einer Höhle befinden. Das steht ja auch hier, ein mysteriöser Ball, geeignet für Einsätze in der Nacht oder an dunklen Orten. Und eine Höhle ist nun mal ein dunkler Ort. Also sind Finsterbälle hier auf jeden Fall besser als Hyperbälle. Also werde ich nur die Finsterbälle verwenden. Also Finsterball Nummer 1, los! Boah!
Boah, ne, das wär's jetzt gewesen, Leute. Das wär's gewesen mit dem ersten Finsterball. Das wäre zu schön gewesen. So, es ist immer noch verwirrt. Und es lebt noch. Okay. So, zweiter Finsterball. Vielleicht klappt's ja dieses Mal. Das gibt's ja nicht, Leute! Der zweite Finsterball hat Lugia gefangen! Ich werd bekloppt, das hätte ich jetzt nicht gedacht! Endgeil! Ja, was sagt man dazu? Nummer 249 Lugia Taucher, Typ Psychoflug, Größe 5,2 Meter, Gewicht 216 Kilo. Man sagt, dass es sich meist ruhig am Meeresboden aufhält, um seine Kräfte im Zaum zu halten. Leute, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Der zweite Finsterball hat schon Lugia gefangen. Richtig super, komplett ungeschnitten, sofort beim ersten Versuch hat es geklappt. Einfach nur super. Der zweite Finsterball, ey, also Leute, das ist mir noch nie zuvor passiert, dass ich so schnell legendäres Pokémon fahren konnte. Ich sage, den Meisterball habe ich überhaupt nicht gebraucht. Super, duper, hammergeil. Also da bin ich jetzt mehr als nur zufrieden. Einfach nur endgeil. Boah, richtig super. Ja, hier hängen auch solche Glocken, weil würde ich jetzt halt hier Soul Silver Let's Playen, dann wären hier die Kimono Girls und würden einen Tanz aufführen, wodurch dann Lugia aus diesem Wasserfall erscheint, aber das ist halt leider in Hardcore nicht der Fall. Dafür gab es halt diese coole Sequenz dann bei Ho-Oh. Kann man nichts machen, also hier würde dann halt die eine Glocke, die man da bekommt, platziert werden und dann würden die hier rumtanzen, dann würde halt Lugia aus dem Wasserfall erscheinen. Aber egal, boah Leute, ich hätte das jetzt nicht gedacht, beim zweiten Versuch, also mit dem zweiten Finsterball bereits Lugia zu fangen, habe ich noch nie geschafft, einfach nur super. Einfach nur geil. So, komme ich irgendwie raus? Ne, ist alles voller Strudel. So, Schutz wirkt nicht mehr, ist mir wurscht, ich will jetzt nur noch mal hier weg. Mit einem Fluchtseil. Raus hier, Mann! Also ich bin wirklich mehr als nur zufrieden, ich bin richtig happy. Gut, das hat wunderbar geklappt. Ganz ohne Stress. So, zurück nach Dukatia City bitte, dann können wir wieder zurück nach Kanto. Einfach nur geil. So, trotzdem möchte ich meine Pokémon heilen. Also Ampharos hat sich wirklich gut geschlagen. Also meine Strategie hat wieder mal funktioniert. Erstmal paralysieren und dann mit Blitz die Genauigkeit senken und dann ordentlich schwächen. Und ihr habt ja gesehen, der Finsterball war super praktisch, weil Lugia halt in einer Höhle drin war. Einfach nur geil. Also der Finsterball ist eine der besten Erfindungen seit der vierten Pokémon-Generation, die sie gibt. Einfach nur super. Hätten sie schon viel früher finden können, aber leider erst seit Generation 4. So. Gut, und hier haben wir jetzt Lugia. Level 70, Wesen Hart, Fähigkeit der Zwinger, ja, Typ Psychoflug, kurzer Bericht bitte. Da ist es, Lugia Level 70 mit einem Finsterball gefangen, Wesen Hart, 7. Juni 2014, Strudelinseln erhalten mit Level 70, hinterhältig. Naja, kann man es sehen, wie man will. Ja, Nummer 249, Typ Psychoflug, Originaltrainer ich. Und ja, sein Wesen natürlich erhöht den physischen Angriff und senkt den Spezialangriff und seine Spezialverteidigung ist sein höchster Wert. Fähigkeit wieder Erzwinger, genau wie bei Ho auch. Und es kann Luftstoß, Strafattacke, Antikraft und Bodyguard, also doch keine Genesung glücklicherweise. Ja, und Luftstoß ist eine Attacke, die kann nur Lugia erlernen. So wie Läuterfeuer nur Ho erlernen kann, dann kann Luftstoß nur von Lugia gelernt werden. Ja, hier, Luftstoß. Kategorie speziell, Stärke 100, Genauigkeit 95, erzeugt Luftstrudel gegen Gegner, hohe Volltrefferquote. Das ist eine relativ coole Flugattacke. Und warum kann es bitte die Strafattacke? Okay, Kategorie Physisch, Stärke Strich, Genauigkeit 100. Je stärker der Gegner durch Statuswerte Veränderungen ist, desto stärker wird diese Attacke. Das ist eigentlich eine ganz schön gemeine Attacke. Jetzt stellt euch vor, euer Gegner setzt jetzt, keine Ahnung, Gedankengut ein oder Schwerttanz oder Drachentanz oder irgendwas, was seine Werte erhöht und dann Strafattacke, BAM, das haut dann richtig rein, ja, und ansonsten halt noch Antike auf dem Bodyguard, das wissen wir eh, was das macht. Oh, ich bin gerade richtig total hin und weg, also ich, ja, so, jetzt brauche ich ja, ihr wisst schon,
kann schon nicht mal richtig reden hier. Nee, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das so schnell fangen kann. Ernsthaft. Ich hätte nicht damit gerechnet. Mit dem zweiten Finster, aber das ist mir noch nie passiert. Nee, also was ich sagen wollte, ich brauche jetzt eben einen Relikant nicht mehr, deswegen habe ich mir jetzt wieder Sinsala ins Team geholt. Und jetzt kann meinetwegen auch wieder Tornupto an die erste Stelle meines Teams. Also wird es auch so geschehen. So, Sinsala, du kommst mal wieder hier hin. Und dann Matschima, du kommst hier hin. So, alles klar. Alles wunderbar. Leute, dann kann ich diesen Part wunderschön beenden. Indem ich jetzt wieder mit dem Magnetzug nach Kanto zurückfahre. Weil dort gibt es auch noch ein paar legendäre Pokémon, die ich fangen will. Unter anderem Latias, aber noch vier weitere. Ha, ist eigentlich krass, da kann ich noch fünf legendäre Pokémon fangen. Latias und noch vier weitere. So, ja, alle Reisenden werden gebeten, hier das Magnetticket hier überprüfen zu lassen. Bitteschön. Der Magnetzug einfach so vorne sieht, wenn wegen Augenblicken abfahren. Das ist doch jedes Mal das Gleiche, der kommt doch eh auf Abruf. Safronia City, Safronia City mit langgezogenem O. Ist mir doch wurscht. Gut, Leute, dann sage ich recht herzlich Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn jetzt der eigentliche Kampf gegen Lugia ja nicht so lange gedauert hat. Nee, ich bin immer noch total sprachlos. Es ist mir noch nie zuvor gelungen, dass ich ein legendäres Pokémon wie Lugia bereits mit dem zweiten Ball gefangen habe. Noch nie zuvor ist mir das passiert. Bei allen anderen habe ich viel, viel länger gebraucht, weil, ja, ich meine, gut, bei Ente und Raikou, da habe ich die ja vorher geschwächt. Da hat es dann natürlich auch besser geklappt, aber da habe ich auch ein bisschen Glück haben müssen. Aber ich meine jetzt bei stationären legendären Pokémon, die halt nicht vor mir weglaufen. Bei Ho, wie gesagt, hat erst der achte Hyperball gefangen. Und ja, mal sehen, wie sich die anderen legendären Pokémon noch so anstellen werden. Also danke, wie gesagt, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Heart Gold. Macht's gut, Leute. Ciao.